Ja, ich hoffe doch sehr, dass Fridays for Future nicht tatsächlich von Anfang an ein Fake war. Also ich hoffe doch, dass Tom Radke einfach Unrecht hat, dass also nicht das Ganze von Anfang an angelegt war, wie es speziell von Hamburg berichtete und behauptete, dass das die Fridays for Future ausschließlich eine Betäuschung waren, nämlich eigentlich nur ein Wahlhilfeverein für die Grünen waren, sodass den jungen Leuten, den Kindern und den Schülern und den Lehrern und allen vorgegaukelt würde, es ginge tatsächlich um die Klimaziele und um den Klimaschutz. Und in Wirklichkeit ging es nur vielleicht um Pöstchen für die Grünen und mehr Pöstchen für die Grünen und so weiter. Denn wir haben uns ja immer gewundert, warum die Fridays for Future mit aller Vehemenz abgelehnt haben, den Kohlestopp 2026, den ihnen als einzige sozusagen die Fridays for Future skandieren ja ständig: System Change, not Climate Change, wollen also einen Systemwechsel. Sie skandieren ganz oft Antikapitalista oder und sprechen von Postkapitalismus, von Gemeinwohlökonomie. Und die einzigen, die das alles können, sind die zweiten Scientists for Future 2 auf der Welt. Das sind die einzigen, die das weltweit können und die den Kohlestopp in Deutschland 2026 statt 38 finanzieren können und machbar, realpolitisch machbar machen können mit Entschädigung aller Beteiligten und so weiter. Und die 900 Milliarden innerhalb von 7 Jahren fürs Klima zur Verfügung stellen können und erarbeiten können durch den sanften, behutsamen, naturwissenschaftlich fundierten System Change, von dem die Fridays for Future ständig skandieren. Aber vielleicht ging es eben nur, vielleicht wurde das eben immer abgelehnt, weil es eben nie darum ging, sozusagen wirklich irgendwelche Klimaziele zu erreichen, und damit dann die Aktion wieder einzustellen, weil die Ziele erreicht sind und so weiter, sondern dass es darum ging, einen dauerhaften Wahlhelferverein zu haben, so ähnlich wie Aufstehen von der Linken, Sarah Wagenknecht, also doch so eine, das Aufstehen als zusätzlich, vielleicht war das auch nur gedacht als Wahlhilfe für die Linke, die Partei Die Linke. Und vielleicht ist es hier wirklich auch nur, immer nur gewesen, also ein Betrug an den Kindern und all den, das behauptet jedenfalls Tom Radke, dass es überwiegend um die Funktion des Wahlhilfevereins für die Partei der Grünen geht. Und in Hamburg hat es ja geklappt, praktisch. Man kann sagen, dass die Grünen jetzt fast ungefähr doppelt so stark sind wie vorher sozusagen. Und das ist ja ein Riesenerfolg für die Grünen und der geht bestimmt zu gewissen Teilen. Ja, Greta ist ja extra nach Hamburg gekommen und vielleicht ging es dann eben auch darum, eben da Wahlhilfe für Luisa Neubauer ist natürlich Grünen-Mitglied und viele andere sind Grünen-Mitglied. Ja, vielleicht war das alles am Anfang nur Fake, von Anfang an. Ich hoffe, dass es nicht so war, dass Tom Radke sich irrt und Tom Radke da im Irrtum ist, dass es hoffentlich war es nur die mangelnde Allgemeinbildung und also quasi die Dummheit der jungen Leute, warum sie das Angebot für den Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima nicht angenommen haben. Hoffentlich liegt es nur daran, dass die Orga-Teams einfach der verschiedenen Städte einfach unterwandert sind von irgendwelchen Antifa-Leuten, irgendwelchen Verfassungsfeinden, die eine neue Tyrannei, eine neue Diktatur aufbauen wollen, also sozusagen mit Antikapitalista nicht eine sanfte und wissenschaftlich fundierte Beendigung des Kapitalismus darunter verstehen, sondern wieder eine gewaltsame Revolution, ein Umbringen von Leuten und selber wieder ein Tyrann werden und eine Diktatur werden, Diktatoren werden wollen, die
wie wir es schon so oft hatten, dass dann also sozusagen den Leuten vorgegaukelt würde, man wäre ernsthaft interessiert an so etwas wie echtem Kommunismus, Sozialismus. In Wirklichkeit war man nur daran interessiert, als neue Diktatoren und neue Tyrannen all die Menschen, die da mitlaufen, sozusagen auszuplündern. Und vielleicht war es eben, ja, ich hoffe, dass Tom Radke nicht recht hat, dass es nicht von Anfang an darum ging, einfach die ganzen Kinder, die Schulkinder zu missbrauchen und auszuplündern sozusagen und ihnen ihre Schulbildung zu rauben, nur um für die Grünen sozusagen Stimmen zu beschaffen oder andere Zwecke zu verfolgen. Aber ja, ich kann nur hoffen, dass die Ablehnung des Kohlestopps 2026 und des 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Planes von den zweiten Scientists for Future 2, also diese Ablehnung durch Fridays for Future Deutschland und Köln und so weiter, dass das wirklich nicht darauf beruht, dass es sich in Wirklichkeit bei dem ganzen Projekt nur um einen Betrug an uns allen handelt, an der gesamten Gesellschaft, an den Journalisten, an den Medien und so weiter, an den Schulkindern und so weiter, ein Rauben derer Schulbildung bedeutet und so weiter, ein Missbrauch der Schulkinder und so weiter. Ich hoffe, dass es das nicht von Anfang an war, dass sich Tom Rath geirrt, dass es sozusagen hoffentlich war es wirklich ernst gemeint und es liegt nur an der mangelnden Allgemeinbildung der Schulkinder, der Fridays for Future Orga Teams oder an anderen Gründen. Aber ich hoffe, dass es nicht von Anfang an nur ein Fake war. Ja, was meint ihr dazu? Bitte in die Kommentare schreiben. Was meint ihr? Ist es ein Betrug von Anfang an? Sind die ganzen Medien alle betrogen und getäuscht worden? Oder sind es ehrliche Absichten und ist es nur wie immer, dass es die Dummheit der Menschheit ist, warum Lösungen nicht angenommen werden können, sondern man die Zerstörung einfach weiterlaufen lässt, weil man zu dumm ist, Lösungen zu verstehen? Ja, was meint ihr? Bitte in die Kommentare schreiben. Tschüssi.